Wollen wir heute noch überhaupt aufnehmen? Ich glaube nicht mehr, oder? Okay, dann mal von vorne. Take 3. Hallöchen. Hallo und schön, dass wir eigentlich schon. Wir sind in der Folge wieder an die Sache, die Folge 5 zum 9. Mal oder die Folge 9. Das ist die Folge und das heutige Thema ist, das haben wir schon ausgelöst, sollten Schüler und Lehrer benoten. Und wir machen diese Aufnahme schon zum 3. oder 4. Mal und Silvana kann es übernehmen. Okay, wir losen jetzt das neue Thema aus und mir fällt erst mein Handy aus der Hand. Okay. Ich muss laut schalten. Nenne mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 20. Die Antwort lautet 15. Willst du mich verarschen? Das Ding bildet sich nicht. Das Ding bildet, dass ich mich dumm und dämlich zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 100.000 Millionen, 1, 10, 3, 2, 1, 13, 1, 0, minus 1.000 Millionen unendlich. Okay, ich habe eh schon, ich habe mich nicht erzählt. Ha. Und ich brauche ein Lineal zum Durchstreichen. Und das Thema ist? Und? Jetzt kommst. Kuchen backen. nicht ganz. Sollten Schüler ihre Lehrer benoten dürfen? Genau. Wie gesagt, ich habe mich in der Folgenanzahl etwas verzählt. Es ist jetzt Folge 9. Etwas, wir betonen etwas sehr. Das Thema haben wir vorhin leider schon ausgelost. Das war im ersten Versuch. Ich kann euch kann das jetzt Wanne noch reinschneiden, wenn ja, ich kann das von mir aus reinschneiden, damit ihr wisst, dass es legitim ist. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Ich glaube, jetzt mal eine ganz neue Frage, was heißt eigentlich legitim? Legitim, ganz erlaubtes. Ah, okay. Ja. Naja, illegal, ich mache illegalen Handel. Ja, okay. Das ja, habe ich ja eh schon gehört. Sie so, Anne, wir müssen jetzt zum Thema kommen, es geht schon 2 Minuten. Okay. Naja, was ist denn so schlimm daran, wenn wir hier ein bisschen smalltalken? Weil das nicht das ein Projekt ist. Kann man in jedem anderen Projekt machen, außer hier. Okay. Und ich weiß, du musst die Folge nennen, so. Die kommt irgendwie so, nicht so Ansichtssache, sondern irgendwas anderes. So richtig komisch, weil die Folge gar nicht raus wird. Nein. Das Thema heißt, sollten Schüler ihre Lehrer benoten dürfen? Und ihr wisst ja alle, dass man am Ende des Schuljahres ein Zeugnis bekommt. Geschweige denn. Krass! Ach nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, selbst Grundschüler bekommen ja irgendwie so eine Reflexion, wie sie sich im Jahre verhalten haben. Aber ich finde, meiner Meinung nach... Okay. Fischi, blub, 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 blub. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Habt ihr auch lieb, Fischi? Fisch, bitte reiß dich mal am Zügel. Na, ihr könnt ihr deinen Fisch am Zügel reißen. Das ist Badam. Witzig. Ich weiß, ich bin so ein Witzbold. Heute irgendwie schon. Nein. Also, Minecraft. Selbst Grundschule bekommen ja irgendwie eine Reflexion und selbst im Kindergarten bekommt man manchmal eine Reflexion, wie man sich so verhält. Aber ich finde, Echt? In der Kindergarten? Was war denn das denn? In manchen Kindergarten ist das so, habe ich schon mal gehört, da bekommt man irgendwie so eine Reflexion, geschweige denn. Da ist es nicht bei den Noten, sondern bei mir war das zum Beispiel so, das ist ja auch sowas in der Art, da haben wir so eine Tafel gehabt. Und dort waren so, standen so alle unsere Namen drauf von der in meiner, also von allen Gruppenmitgliedern, die halt in meiner Gruppe waren. Und dann hatte die Lehrerin immer so 3 Smileys, einmal so einen fröhlichen, einmal so einen halben Smiley, also so einen gelben
und einmal einen roten. Das hat ja einmal im Taxi wiedergespiegelt, wie man sich zu verhalten hat und sind ja auch so eine Art Bewertung, weil ein Zeugnis ist ja nichts anderes als eine Bewertung. Aber umso älter man wird, desto weniger wird man halt irgendwie meiner Meinung nach bewertet. Weil wenn man aus der Schule draußen ist, wann wird man da bitteschön, klar, im Beruf wird man da noch ein bisschen bewertet, aber irgendwann wird man da halt auch nicht mehr allzu stark bewertet nach einer Zeit. Weißt also du, wenn man gefeuert wird, hat man, glaube ich, eine schlechte Bewertung. Ja, klar, das Feuern zählt jetzt nicht. Ja, ich hatte ja in Englisch eine 4. Englisch ist very bad. Hey, hallo, wer wusste nicht, was mein Tag heißt auf Englisch? Hier, oder Hope. Was heißt Hope? Ey, ich muss googeln. Oder was heißt How are you? Muss ich auch googeln, weil ich mir nicht 100% sicher war. Und ja, mein Englisch ist... Was heißt Scheiße nochmal auf Englisch? Shit. Terrible, schrecklich. Mein Englisch ist terrible. Das ist sad, Cody. Ich kann auch Fisch bezeugen. Ich so letztens so, Fisch, willst du das wirklich wissen? Ich so, ja, ich wusste mal vor 2 Jahren nicht, was Tag auf Englisch heißt. Nein. Das ist schon traurig. Zurück zum Thema. Ja, zurück zum Thema. Aber wirklich bewertet werden ja jetzt zum Beispiel Lehrer jetzt nicht. Weil in manchen Berufen, da wird man gefeuert. Als Lehrer ist man Beamter, klar, man kann da bestimmt auch irgendwie gefeuert werden, aber ich persönlich kenne, also Lehrer können entamtet werden. Aber ja. ich habe noch keinen Lehrer irgendwie gesehen oder gehört, dass ein Lehrer irgendwie gefeuert wurde oder entamtet. Ja, die wechseln nur die Schule, das so. Ja. Ich finde es nicht alle Lehrer, klar. Viele Lehrer denken auch immer so, sie wissen alles. Und machen dann halt auch das, zum Beispiel, es gibt auch Lehrer. Ich sag nur, because of the Tatsache. Genau. Ich glaube, da müssen wir drehen, was ihr redet, ihr wisst von gar nichts, aber egal. Und dann ist es halt irgendwie so, dass, das ist die Faden verloren, dankeschön. Und es ist halt irgendwie so, dass dann halt, Wo ist ein Faden? Oh Gott, ey. Alter, ich besitze schon 6 Minuten drüber, wir haben kein einziges Wort darüber verloren, ob ja oder nein. Also, ja, du laberst ja auch ganze Zeit. Du laberst, ich kann mir meinen Satz beenden. Okay. Ja, du hast doch ganze Zeit geredet, ich habe gar nichts gesagt. Ja. Weil das ein etwas längerer Satz. Egal. Hast du gleich vergessen. Ich hab's nicht mehr verstanden. Aber egal. Ich hab gesagt. Ah, gut, danke schön. Nee. Huh? Nee, du gehörst nur mir. Ich teile dich nicht. Okay, egal, weiter jetzt, Fisch. Ich bin ein Fisch. Dann brauche ich aber Wasser. Blub, 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 blub. Ich ertränk dich gleich, Alter. Weil ich hab nur... Kannst du das bitte wieder machen, bitte, Fisch? Wenn du jetzt die Klappe hältst, dann mache ich das nach der Aufnahme. Jetzt bitte! Mach das! Bist du leise? Ich bin danach ruhig. Außer wenn ich irgendwas reden will, nicht wahr? Okay. Seid jetzt alle ruhig. Was? Gelber Bagger. Ich weiß. Gelber Bagger. Einfach muten, dann ist alles Problem wieder weg. Seht ihr den Timer? Der ist hier oben rechts. Nee, ich sehe den nicht. Nö. Okay, gut. Oder nicht gut. Okay, jedenfalls finde ich, es gibt ja auch unter anderem auch Lehrer, die vielleicht etwas älter sind. Und dann, weil klar, man hat als Lehrer Fortbildungen, aber so wirklich, ist halt wie beim Autofahren. Man lernt es einmal und danach nicht wirklich. Klar, manchmal ist man auf einer Fortbildung, aber so viel dazulernen tut man halt auch nicht. Und dadurch haben die Lehrer dann auch ältere Lernmethoden stellenweise und vielleicht auch ältere Erziehungsmethoden, weil Lehrer müssen ja auch die Schüler mehr oder weniger erziehen oder belehren, was so das Verhalten... Dankeschön. Ich lieb Fisch. Nein, und ich finde es da persönlich stellenweise schon relativ witzig, dass... Ja, dankeschön, okay. Und deswegen finde ich es dann vielleicht wirklich... Dann musst du die Haare dir blau färben. Darf ich das machen? Okay, ich bin schnell. Gut, ich hätte mich fast eine Verbindung getrennt hier. Also, dann finde ich es genau aus dieser Tatsache besonders wichtig, nicht witzig, dass vielleicht auch mal Lehrer ein Feedback bekommen.
Weil klar, wann bekommen Lehrer das letzte Mal wirklich ein Feedback? Das ist, wenn sie in ihrem dritten, in ihrem dritten Lehrjahr quasi sind. Oder Ausbildungsjahr. Dann bekommen sie ein Feedback, dann bestehen sie die Prüfung und dann bekommen sie auch nicht wirklich mehr ein Feedback. Klar, vielleicht in den ersten Jahren von der ersten Klasse vielleicht, wobei das auch kein wirkliches Feedback ist. Und deswegen fände ich es vielleicht dann wirklich doch wichtig, wenn vielleicht auch irgendwie Lehrer irgendwie mal ein Feedback bekommen. Vielleicht von Sachen, die sie gut machen und Schüler, die sie und Sachen, die sie blöd machen. Wollt ihr was sagen, aber zu dem Thema? Ja, klar. Bei uns hat letztens, also letztens ja gut hergesagt, so welche, auch haben uns einmal welche so Lehrer, ein paar Lehrer zu geben, so Bewertungsbogen, wie es nennt. Dann sollten wir denen so Feedback geben, wie die wollten halt wissen, wie der Unterricht so gut ist und so, was man verbessern könnte und bla bla, sollte man so ankreuzen, was gut ist, was schlecht ist. Ja, wobei das jetzt wahrscheinlich, das war ja bei uns, glaube ich, Fisch, auch mal. Das waren ja dann auch Lehramtsanwärter, die da gerade ihr. Nein, die Lehrer haben das ausgeteilt, also unsere Klassen oder die, wo uns unterrichtet haben. Von Ja, sich aus. klar, manche fragen, aber es geht halt nicht darum, ob das man. Klar, vielleicht manche machen das vielleicht, aber der Großteil macht es halt nicht. Meistens in 99% der Fälle, sage ich Bekommen jetzt Sie einfach mal, Tatsachen? ist es so, dass die Lehrer meistens da irgendwie kein wirkliches Feedback bekommen. Das letzte Mal Feedback ist, wie gesagt, in der Ausbildungszeit. Das feste Feedback. Klar, manche machen das vielleicht, aber mit weitem nicht alle. Und ich fände es persönlich relativ wichtig, weil auch Lehrer nur Menschen sind, die Sachen falsch machen und auch richtig machen. Und genauso wie die Lehrer uns auf unsere Fehler hinweisen, sollten auch die Schüler die Lehrer auf ihre Fehler hinweisen. Also, Er redet, er kann sprechen. Er kann tatsächlich, sprechen. ich höre doch immer wieder, ey. Dass die Lehrer halt auch vielleicht so mal, dass die Schüler halt mal zu, dass die Schüler halt mal hin und wieder mal so, vielleicht am Ende des Jahres so eine, Ja. ein Zeugnis, so eine Punkteliste bekommen und sagen, wo schreiben sollen, wie so ihr Lehrer so war für sie. Dass die halt mal sehen können, was die vielleicht verbessern können oder so, die Lehrer. Also Ja. wenn ein Lehrer sehr langweilig ist oder so, dass es halt Entertainment-Punkte gibt oder so. Moment, ich mute mal schnell mein Mikrofon, Mann. Weißt du noch, du weißt schon, wie ich meine, uns verarscht hat mit dem ein Lied da mal in Englisch. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, was Kollege gesagt hat, die Unterrichtsart, weil es gibt Lehrer, die gestalten den Unterricht interessant und interaktiv. Und dann gibt es Lehrer, die monoton sich da quasi hinstellen, 2 Stunden den Deppen machen und die Schüler da sitzen und einfach nur einpennen, außer ein Oder paar machen halt voll. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber wie bei FOS, da muss man ja alle so selbstständig machen, aber es ist ja auch andere Schule jetzt wie bei uns, aber trotzdem. Ja, klar, wobei das auch dann wieder die Schulart ist. Da ist das ja normal, weil. Aber was ich auch, weil es gibt ja manche Schüler, die mögen den Lehrer mehr und es gibt ja manche Schüler, die mögen den Lehrer nicht so und dann ist es auch wegen der Bewertung so ein bisschen nicht so, vielleicht nicht ganz so. Weißt Wobei, du, meine? wenn die Schüler den Lehrer nicht mögen, dann hat das ja auch meistens einen Grund. Und wenn die das dann ausfüllen, dann sieht der Lehrer zum Es ist Beispiel, ein dummer Spaß. dann merken die dann zum Beispiel, es liegt daran, weil er eine Glatze hat. Ja? Nee, ist nichts Besseres Da eingefallen, lacht Entschuldigung. der hier. Lachen ist verboten. Und Das ist deswegen, Spaß. es gibt dann Was bestimmt machst du nicht. denn, Star Stable? Ich reite einfach durch die Gegend und mache Scheiße. Ich habe nichts zu tun. Ich habe. Ja, hallo, Scheiße, das macht man auf Hier. dem Klo. Es hat ja jetzt, Bitte es hat dann ja schön. jetzt auch einen Grund an, wieso die Schüler den Lehrer nicht mögen. Das kann dann der Lehrer verbessern, weil ich finde, es ist schon relativ wichtig, dass dein Lehrer, also, dass sie sein. Klar, es sollte jetzt keine zu innige Freundschaftsbeziehung sein, weil das dann auch wieder fürs Piep Arbeitsverhältnis mit Lehrer. nicht besonders gut ist, sondern es sollte halt aber auch schon so eine Beziehung, dass man sagt, man versteht sich mit dem Lehrer und es ist halt ein ganz normales Schüler-Lehrer-Verhältnis, ohne dass man ihn halt irgendwie jetzt abgrundtief hasst. Reicheli.
Man sollte halt nicht einfach unbedingt den Lehrer halt ständig nur hassen. Ja, es sollte halt ein ausgewogenes Respektverhalten sein, sowohl von Schüler als zum Lehrer als auch vom Lehrer zum Schüler. Ja. Obwohl es manchmal auch nicht so ist. Obwohl es auch manchmal nicht so ist. Nee, es gibt Lehrer, die respektieren dann null und das ist echt nicht schön. Aber ich habe jetzt gleich vom Thema abgeschwiffen. Ich sage nur Vogelnest, bla 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 von bla. Okay. Ja, da muss denn jetzt hier Fisch an jemanden denken. Naja, wenn du bla 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 sagst, dann natürlich muss ich an bla 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 denken. Ja, natürlich. Ich weiß auch, wann du jetzt denkst. Ich denke gerade nicht an bla bla bla. Jason versteht gerade so gar nichts. Null. Ich verschieb dich gleich. Ein Ton, ich verschieb dich. Okay, ich bin still. Gut. Ich kann was sagen wegen dem Thema. Dann sag was wegen dem Thema. Ja. Stille. Ist Da genug gewisses Screenshots. Kannst du jetzt mal bitte reden? Ja. Du hast das schon alles gesagt. Ich wollte ja, den Schluss machen. Nein, ich muss hier sehr viel rausschneiden. Dann geht das wieder nur 10 Minuten, weil ich gefühlt 7 Minuten rausschneiden muss. Okay. Wie gesagt, das wäre vielleicht wirklich etwas hilfreich, wenn man am Ende des Jahres wie so eine Art Zeugnis hat, was man halt dem Lehrer quasi ausfüllt, wo man vielleicht ihn bewerten kann, ihm vielleicht Tipps geben kann. Ja. Ja, weil, wie gesagt, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist halt sehr wichtig. Sie sollte halt, wie gesagt, in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wie eine Waage, wie mein Sternzeichen. Es gibt so manche Grenzen, die Lehrer halt nie überstehen sollen, halt. Ja. Finde diese Lehrer und nie anhelfen. Weil manche Lehrer sind stellenweise wirklich echt respektvoll, genau. Respektlos Schülern gegenüber und das ist. Und ich finde, sie sollten halt wirklich. Es gibt wirklich Lehrer, die die Schüler monoton irgendwie ankeifern oder ist ständig auf bestimmten Personen an Schülern rumhacken und sowas könnte man halt vielleicht dadurch bewerten, weil natürlich machen sich auch Lehrer Gedanken, wenn da steht, wieso habe ich jetzt in Freundlichkeit zum Beispiel, wieso habe ich da jetzt nur eine 5, ja? Statt Ja. eine 1. Dann machen die logisch auch Gedanken und überlegen so, hä, was könnte ich denn anders machen? Natürlich sollten diese Zeugnisse anonym sein. Ja, Man sollte definitiv. jetzt nicht groß schreiben, Zeugnis von bla 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 bla, weil wenn man die Lehrer dann mehrere Jahre hat, Ja, dann hat von man die Sylvania anstelle. Kraft. Ja. Dann steht der Lehrer immer vorne und schaut nur dich an, so. Was, du? Und dann so gespielt. Fight! Round one! Fight! Wrestling! Ready in the next battle! To... Schaut so die. Wrestling mit dem Lehrer. Schaut so die Person immer mit zum einen Auge an von der Seite so. Eine falsche Du nickst Bewegung. so. Er kann Warte nur. reden. Dann wollt ihr. Willst du noch was sagen, Jason? Nö, nö, nö. Er will doch nie was sagen. Er ist eine stille Maus. Oder ein Kater. Oder ein Kater. Er ist ein Frettchen. Oder ein Erdmännchen. Aber Frettchen stinken. Stinkt er? Nee, er ist ein Frettchen. Oder ein Erdmännchen. Frettchen stinken, stinkt er? Nein. Na ja, ich will ja nicht sagen, das sage ich mal, aber wir Alter, sind ich voll vom mute Thema dich abgekommen. jetzt. Halt jetzt mal die Klappe. Ich mute Hey, ich dich fand, dass jetzt. wir vom Thema abgekommen sind. Du kommst immer vom Thema ab hier. Nein. Ja, wer hat denn von Frettchen geredet? Wer hat gesagt, es ist eine Katze? Aber er ist keine Katze. Egal, weiter. Nervt jetzt nicht. Ich mute dich jetzt. Nein! Ich hab's jetzt echt rausgekickt. Mal schauen, wann sie reinkommt. Ah, da ist sie wieder. Hallo. Und da Wollen wir bist mal die du. Folge jetzt beenden? Ja, immer noch nicht, weil wir eh nur Scheiße nachhören. Okay, ich weiß nicht, wie lange sie geht. Die Rohaufnahme geht fast 23 Minuten. Davon besteht die Hälfte aus Scheiße. Das heißt, ich denke, rechne mal mit so einer 10-Minuten-Folge. Ich weiß es nicht, ich schätze. Und ja, Leute. Sieben. Ich hoffe, es hat gefallen. Schaltet beim nächsten ein. Lasst gerne, nein, ich hoffe, es hat gefallen. Lasst gerne ein Like unten Du, du oder vergisst das Fazit schon wieder. Also, Fazit. Haben wir auch schon Lehrerbenotung. 10-mal gesagt. Lehrerbenotung. Ja, es ist wichtig. Jetzt. Ja. Okay, und ich würde sagen, das war's auch für das heutige Video. Ihr könnt mir gerne ein Like und oder ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Schaltet. Dann noch nicht so ein bisschen.
Denne, wuhu!